Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute zu einem neuen Produktvideo. Wir haben Memories in Ohr neue Karten bekommen. Und ein Kartensortiment möchte ich jetzt mit euch anschauen. Das ist das Kartensortiment Fantastisch Filigran. Da schauen wir jetzt gemeinsam rein. So, fangen wir mit den großen Karten an. Ich finde, es sind wieder tolle Karten dabei für Scrapbooking, für ja, Memories and More, eure Erinnerungsalben. Ich lege die wieder so, wie wir das letztes Mal auch schon gemacht haben. Das ist ganz schön. So, dann haben wir hier Things are good. Und die Rückseite. Hier auch schön put your phone down. Also leg dein Telefon runter oder pack's Handy weg, würden wir so sagen in Bremen. Hier haben wir What a Day. Ich bin immer so neugierig. Hier haben wir schön Wasserfarbe. Den Hintergrundstempel müsstet ihr auch kennen. Den haben wir tatsächlich als Hintergrundstempel. Oh. Happy Birthday. Und dann haben wir hier. Oh, wie schön. Tolle Aufkleber dazu. Zweimal solche. Und zweimal diese hier. Auch sehr schön. Dann haben wir hier noch, ich habe jetzt gelernt, wie es heißt, Laser ausgestanzte Teile. So wie wir ja auch Designpapier haben, Laser ausgestanzt. Und dann haben wir noch diese beiden. So, das waren die großen Karten. Und dann schauen wir jetzt natürlich auch in die kleinen Karten hinein. Die finde ich ja tendenziell tatsächlich noch ein bisschen interessanter, weil ich sie leichter zu handeln finde. Ich bin elektrostatisch aufgeladen hier. Wo habe ich denn? Ich hatte doch hier schon reingeschnitten, oder? So, aber jetzt starten wir. Hier auch wie immer zweimal. Einfach ein paar Linien ist auch immer sehr gut. Da kann man schön nochmal eine Erinnerung aufschreiben. I'm so grateful. You are amazing, ist auch schön. Ja. Ist gut, ne? My heart is full. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Und, oh, die Rückseite. Dann haben wir hier, das finde ich auch sehr hübsch, ein bisschen Wassermalfarbe. So was, Watercolor-Effekt.
Hier steht, I like it when you smile, but I love it when I'm the reason. Ach, ist das schön. Ich mag es, wenn du lächelst, aber ich liebe es, wenn ich der Grund dafür bin. Hier haben wir noch zu dem Holz. Seht ihr hier noch, ne? Zu dem Holz gibt es dann jetzt auch noch ein bisschen was in Farbiges. Das ist auch sehr schön. Und dies wiederum passt ja auch super gut zu dem Stempel hier. Ne? Sehr schön, sehr schön. Also da sind viele, viele, viele neue Möglichkeiten in unserem neuen Katalog. Ich freue mich wirklich sehr. Was haben wir hier? It's the little things. Ja, das ist die kleinen Sachen. Das stimmt. Einmal weiß. Hier noch wieder so ein paar Laser geschnittene Teile. Just because. Sehr schön. So, und die anderen haben wir noch hier. Hier auch wieder leichte Marmorierung. Vacation Days, Urlaubstage ist auch schön. My kind of day. Meine Art von Tag. Hier nochmal die Blumen relativ groß. Dann haben wir hier You make me smile. Punkte. Und ja, today ist auch schön. Kann man auch mal gut gebrauchen. Be your own kind of beautiful. Genau. Sei, oh Gott, deine eigene Art von wunderschön. Punkte. Ich hatte bessere Tage, ja. Das würde gut passen bei den Fotos und meinem Kinderalbum, bei denen ich mit Gipsarm rumlaufe. Ja, hier sind so ein paar dunklere Muster dabei, finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Kann man ja auch mal verarbeiten, wo es gerade passt. Friends. Und dann haben wir hier zu guter Letzt noch Streifen und ja, sowas hatten wir auch schon mal auf der anderen Seite. So, das war's. Produktvorstellung, Memories and More, Kartensortiment, fantastisch filigran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Sammelbestellung steht auf meiner Homepage. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder zur nächsten Produktvorstellung. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.